Yo Leute und herzlich willkommen zu den Live-Reactions vom Main-Event von Hell in a Cell, Leute. Genau, es werden jetzt wieder öfters Video kommen. Das sag ich schon zum dritten Mal, Digga. Okay, keine Ahnung, was das war, tut mir leid. Nebenbei noch eine wichtige Info. Okay, wichtig ist sie nicht sonderlich, aber ich werde jetzt, auch heute werde ich auf Schuh, heißt die, also S-H-O-U, ich werde euch vielleicht verlinken, keinen Plan, ob ich das vergesse oder nicht. Auf jeden Fall, auf Schuh werde ich streamen, da heiße ich einfach Svensson Supercard. Also Svensson Abstand Supercard. Und da werde ich heute ein bisschen Money in the Bank grinden, weil ich noch ein paar Contracts brauche. Genau. Und da werde ich auch noch mit euch ein bisschen über Hell in a Cell labern und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt hier mit jemand angekommen, Shane McMahon gegen Kevin Owens. Ich setze es nicht live, Leute, es ist hier hell. Ich habe momentan einen super Schlafrhythmus, den ich jetzt schon seit irgendwann einer Woche halte. Und den will ich auch beibehalten. Ist mir jetzt auch gelungen, das ganze Wochenende über ist mir das sogar gelungen. Also ich war, glaube ich, nie über 24 Uhr wach. Da bin ich froh darüber. Also, darum schaue ich jetzt. Neun bin ich aufgestanden, habe jetzt noch die vorherige Show angeschaut und ich komme jetzt zum Main Event. Ja, ich habe leider etwas habe ich mitbekommen. Nämlich, dass Sami Zayn irgendwie Heel Turn, also dass er irgendwie reinkommt oder sowas, wie, habe ich nicht gesehen oder so. Es ist nur, ich habe das Handy angemacht und da kam gerade so eine Nachricht von der WWE App halt, also vom WWE Network. Genau, weil ich dachte, das wäre eine WhatsApp-Nachricht, und habe ich angemacht und dann plötzlich Sami Zayn Heel Turn. So ganz easy. Aber den Rest konnte ich umgehen. Ich habe einfach schnell weggeschaut und Touch ID habe ich zum Glück. Und da habe ich nichts anderes erfahren zum Glück. Ja. Eine Review wird sehr wahrscheinlich nicht kommen. Dafür müsst ihr auf Schuh schauen. Leute. Eine kleine Werbung. Ich bin einfach zu faul, eine Review zu machen. Ich glaube, das ist unklar, oder? Ja, ist es. Gut, wir schauen jetzt einfach. Ich kann es jetzt auf den Fernseher schauen, darum brauche eine andere Location hier mal am Start. Ich kann es jetzt chillig auf den Fernseher schauen. Die PlayStation, das WWE Network gibt es ja mittlerweile sogar auf der PlayStation, also es gibt schon lange, aber ich habe jetzt schon, glaube ich, ein halbes Jahr keine Live-Reactions mehr gemacht. Ich weiß nur noch, dass ich das letzte Mal Braun Strowman gegen Roman Reigns gemacht habe. Ich wollte eigentlich SummerSlam Live-Reactions machen. Ich habe, glaube ich, sogar die Aufnahme, aber ich habe es irgendwie verpeilt hochzuladen, weil ich, keine Ahnung, ich war irgendwie zu faul, weil es so lange dauert. Gut, das Match wird jetzt auch ziemlich lange dauern, weil ich bin jetzt gerade hier bei 2 Stunden und 48 Minuten und ich sehe hier 3 Stunden 33, also das wird fast 45 Minuten oder so gehen. Okay, gut, ist okay, wenn die das so wollen, ist das okay. Ja, okay, also jetzt 50 Minuten. Ein bisschen kritisch, aber wir schauen jetzt einfach rein. Ich wollte gerade eine falsche Kontrolle. So. Vielleicht muss ich ein bisschen leiser machen. Das merke ich gleich. Hier fahren wir dann am Start. So, ist glaube ich gut. Ein bisschen Eis hier allein, also ich mache hier so auf gesund hier Wasser, aber es ist eigentlich Eis drin. Nice. So, ist ein Hell in a Cell. Ich denke mal, es passiert ja einfach irgendein Spot oder so. Ich meine, es ist ein Shane McMahon Match. Und ich glaube, wenn Hell in a Cell und Shane McMahon, diese Kombination muss ja einen Spot geben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Schön, gleich rein. Okay, das Match beginnt jetzt, dass ihr ein bisschen an der gleichen Stelle seid.
Also wenn doch gar geduldet. Leute, auch schon beim Streamen. Ich kann jetzt Bildschirm aufnehmen. Also Bildschirm streamen jetzt sozusagen. Denn Shu ist jetzt die offizielle Stream-App von Apple. Das finde ich ziemlich cool. Ja, das ist die offizielle App jetzt von also Shu ist jetzt verbunden mit Apple, glaube ich, oder so. Und jetzt kann ich da sogar streamen. Mit Bildschirmaufnahme. Das ist nice. Seit der iOS 11 gibt es ja hier den Screen Recorder. Das Problem ist, früher, also am Anfang von ISF, habe ich gar nicht kapiert, wie man hier das Mikrofon anmacht. Ich wusste nicht, was man richtig reindrücken muss. Also beim iPhone 7 halt. Und ja. Aber jetzt bin ich da auf jeden Fall in der Lage und kann auch mehr Videos machen, weil jetzt muss ich nicht 10 Minuten opfern, um hier das Ganze aufzubauen. Also nicht mehr wie früher, jetzt kommen nur noch Bildschirmaufnahme-Videos, ja. Mit Mikrofon natürlich, das ist ja zum Glück auch zusammen, ja. Ist jetzt leider, ich bin absolut broken. Aber Leute, ihr kennt es doch fair, ne? Da scheißt man mal schnell mal auf Hygiene, ne? Shane will, Kevin will jetzt hier gerade Shane aussperren oder so. Aber es war klar von Jane, hat so reingekickt in die Tür rein. Okay, jetzt wird die Tür wieder zugemacht. Also Shane, ich finde Shane ist ein übelst underrateder Wrestler. Jeder sagt, er ist übel schlecht, ich finde ihn ziemlich gut eigentlich. Also seine Moves sehen auf jeden Fall cool aus. Vor allem der DDT ist nice, der Spinebust ist auch nice. Und vor allem bei ihm ist, er kann mega gut improvisieren. Das hat man auch bei der Survivor Series letztes Jahr gesehen. Ich mag Shane. Er ist auf jeden Fall der coolste der Familie auf jeden Fall. Mag ja der Rest der Familie überhaupt gar nicht. Aber ihn mag ich. Kevin Owens macht hier gerade Shane nach. Leute, noch das erste Match eröffnen, ne? New Day gegen Usos, das Match war top. Also da würde ich wirklich, ich würde 4,5 Sterne geben, mit so einem Scheiß. Ich fand das Match wirklich gut. Es ging auch lange, ich glaube das ging so 20, 25 Minuten, sicher. Da gab es wirklich ein paar richtig nice Spots. Vor allem richtig viele Kickouts. Also Team of the Jay ist auf jeden Fall, ich kann die eh nicht unterscheiden, aber einer der Usos ist auf jeden Fall aus dem Beginning ausgekickt. Dann Big E ist mal aus dem Double Uso Splash ausgekickt. Und sonst gab es noch Super Kickouts und alles mögliche. Aber es gab vor allem krasse Spots, vor allem der Candlestick. Das war definitiv die Waffe des Matches. Die wurde, also der Candlestick wurde sehr oft eingesetzt. Okay, Kevin Owens nimmt jetzt hier die Stahltreppe. Ein harter Kick. Shane McMahon is the root of all the negative events that have taken place.
Ja, Kevin Owens ist hier ziemlich aggressiv in einem Match. Das merkt man natürlich. Allgemein, diese Storyline ist übelst nice. Ich feier die. Dieses Wrestler, diese Heel gegen die McMahon-Family, so wie damals. Das ist jetzt nicht komplett, aber so. Erinnert mich ein bisschen damals mit Stone Cold und Vince McMahon. So ein bisschen. Ich muss mich ein bisschen gerade setzen, ich merke schon wieder. Ich habe nämlich eine kleine Rippenverstauchung gehabt letztens. Also, ich muss auf jeden Fall pflegen. Und da muss ich ein bisschen gerade setzen. Weil, ich war halt immer so. Und zwar mehr auf dieser Seite und da hat sich da ein bisschen verstaucht. Und dann habe ich auch, wo ich Sport gemacht habe, habe ich irgendwie eine komische Bewegung gemacht. Und da gab es so einen richtigen Schlag in den Rücken. Und ab da habe ich dann einfach jeden Tag so Schmerzen gehabt. Und das war immer in diesem Rippenbereich. Ich habe es nicht abgecheckt, aber es tat ziemlich weh. Es war jetzt kein Bruch oder so, sondern eine Verstauchung. Weil wenn es ein Bruch gewesen wäre, dann hätte ich ja ein bisschen mehr rumgeschrien. Da muss ich ein bisschen gerade sitzen. So, Kevin Owens auf dem obersten Saal. Wollte das Swanton Bow machen, aber Shane kommt dort mit den Knien. Kevin Owens ist wirklich, ist ein super Wrestler. Vor allem für sein Gewicht ist er übelst athletisch. Ich meine, ich bin ja auch so fett wie er, aber ich hab das nicht drauf. Ich bin einfach nur gespaßt. Das ist der Unterschied. Boah, ich liebe diesen. Sind Flying Uppercut von Shane. Das ist auch so nice. Jetzt kommen hier die Moves. Mit dieses Strikings von Shane. Ich weiß nicht, wie der gerne heißt. Elbow von Owens. Oh, DDT. Oh, ich liebe diesen DDT. Der ist so nice. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber ein schlechter Wrestler oder ein guter Wrestler. Aber diese DDT ist einfach immer nice. Jetzt kommen hier auch You Still Got a Chance. Auf jeden Fall. Er hat sich sogar fast ein bisschen verbessert, muss ich sagen. Also er hat sich jetzt auch ein bisschen ein Moveset auch angeeignet über die Jahre. Und darum hat er sich sowieso verbessert. Also eigentlich ist er in der besten Form. Oh, Frog Splash von Kevin Owens, sehr schön. Das ist halt ein bisschen dumm, dass ich, wenn ich es halt nicht live schaue, dass ich halt ein bisschen abschätzen kann, wie lange das Match wird. Also, ich sehe jetzt hier nicht, bei welcher Minute ich bin, ich habe das extra weggetan, aber ich kann es ein bisschen abschätzen, weil ich weiß, dass das Match ca. 40 Minuten geht. Ich bin gespannt, ob das überhaupt alles aufnimmt, beziehungsweise ob die Aufnahme nicht mittendrin abbricht wegen Speicherplatten und so.
hoffe natürlich, dass es reicht. Schade. Nee, Papa Powerbomb, aber Triangle. Gekonnt in einem Triangle. Wow, das war ein wunderschöner Konter. Wird das Match vorher, also was war? Ne, ich glaube es kam Bobby Roode gegen Dolph Ziggler, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen, aber auf jeden Fall Nakamura gegen Mahal war mit ihm das Scheiße. Das schwächt Nakamura so sehr. Vor allem jetzt hat es ihn wirklich geschwächt, weil jetzt hat er clean verloren. Jetzt waren die Singh Brothers eigentlich weg. Leute, Nakamura kann man nicht clean gegen den Mahal verlieren lassen. Das darf man nicht machen. Das soll dem Gesetz einfach nochmal. Also mit diesem Mahal kann ich wirklich gar nichts anfangen. Warum seine Matches sind scheiße? Er hat eigentlich kein Moveset. Er hat nur Schläge und den Colors. Mehr hat er gar nicht. Den Rest muss sein Gegner machen, dass das Match überhaupt über 5 Minuten geht. Also stellt euch mal vor, ein Match zwischen Jinder Mahal und Mark Henry. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Kommt der Tisch nach den Nachfragen vom Reborn Table. Er lädt ihn zwar im Cell nach, also irgendwas. Ich denke, er wird eine Powerbomb da reinmachen. Würde am meisten Sinn machen. Er legt ihn drauf. Was hat er vor? Ne. Was macht er? Okay. Was hat er vor? Er wollte einen Cannonball machen. Aber Shane wacht aus und er fällt selbst in den Tisch rein. Und jetzt gibt's hier auch verdient die Holy Shit Chant. Er pinnt ihn sogar. Also, naja, ist ja ein False Count Anywhere Match, genau. Dann muss man auch die Balls haben, dass er den Spot nimmt. Den einen Teil vom Tisch, der gebrochen ist, und schlägt auf ihn. Ich muss immer schauen, dass die Aufnahme noch läuft. Wie lange nehme ich jetzt? So 20 Minuten. Okay. Also ich habe, glaube ich, 10 GB habe ich frei für dieses Video. Also für diese Aufnahme halt.
Okay. Er nimmt die Mülltonne, also ich denke, er will einen Coast-to-Coast machen. Und schlägt nochmal. Noch was? Ja, er schlägt nochmal mit dem Tischteil auf und auf. Okay, hat auf jeden Fall einen Coast to Coast vor. Wir werden ihn jetzt zurechtlegen an der Ringecke. Liegen tut er schon mal richtig. Und die Mülltonne ist auch drauf jetzt. Die Decke kommt dort von daher. Und das geht durch ein Kickout. Aber es wäre dumm, weil ich finde Coast to Coast sollte ein Finisher Move sein, der man nicht einfach rauskommt. Außer Undertaker, das fand ich okay, weil Undertaker ist eh ein, kommt von allem, kickt von allem aus. So. Er geht durch, okay. Das sah nicht gesund aus, weil er hat die Mülltonne nicht richtig getroffen. Er hat unten durch getroffen, darum hat er keine, sozusagen, kein Auffang gefunden. Und ist übelst hart auf den Rücken geprallt. Also ihn hat es mehr erwischt als uns, aber uns hat das Bein auf dem Seil, darum kommt er raus. Das ist okay, sowas. Das ist ja kein offizieller Kickoff, sowas kann ich noch machen. Oh ja, das sah nicht gesund aus. Okay, es nimmt noch auf. So, ich muss auch noch nachschauen. Was hat er jetzt vor? Ich glaube, wir haben noch eine Waffe rum. Er will, dass der Referee die Tür öffnet. Aber machen Sie es? Ich glaube, ich kann nicht verstanden. Okay, nimmt noch eine Waffe. Aha, okay. Nimmt die Schere, um die Tür aufzumachen. Kriegt sie nicht auf. Kriegt sie nicht auf, ja moin. War das geplant, dass Owens wiederkommt, oder was war da geplant? Geschafft, oder? Ja. Tür ist offen. Schlägt noch mal mit der Mülltonne auf ihn drauf. Nochmal. Okay, uns ist jetzt draußen. Jetzt bin ich gespannt, was hier für eine Aktion kommt draußen. Und einen DDT draußen auf also beim Entrance halt
Die Stahlhöhlen, wie nennt man das? Der Stahlwerk? Ne, das macht noch weniger Sinn. Alles klar. Oh, der DT war stiff. Das war genau auf den Oberkopf von Shane. Er nimmt ihn hoch und was hat er vor? Hat ihn so in die Tür reingezogen, genau in die Balls von Shane. Okay, Aufnahme läuft noch. Oh, hat sie den Kopf, hat es reingetan und dann so mitgezogen. Oh, harter Kick in der Rippe. Ja, der Kick in die Rippen fühle ich gerade so mit, weil ich auch Rippenschmerzen habe. Oh, okay. Ja. Kevin Owens macht jetzt einen Tisch bereit. Also wenn, denke ich mal, doch keinen Tisch führen. Oder Shane springt nochmal runter, eins von beiden. Also entweder Powerbomb durch den Tisch, denke ich, oder Shane springt wieder runter, eins von beiden. Headbutt. Anscheinend. Okay, er legt ihn jetzt auf den Tisch auf. Springt der jetzt runter? Oder. Aha, okay. Dann will, glaube ich, einen Frog Splash machen. Also nicht vom selber, von meiner. Weg. Geht er durch. Frog Ejection. Okay, er sieht auf selber auch. Will er das jetzt machen? Wer klettert das hoch? Also will er runterspringen? Okay, also nach unten springen wieder. Das, was ich jetzt fragen würde, er getraut sich nicht und lässt Shane hochklettern und dann gibt es einen Move durch das Seil durch. Das gab's schon lange nicht mehr. Das würde ich gerade übelst feiern, aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Okay, er will runterspringen auf jeden Fall. Oha. Ah, geht raus, nicht wirklich. Mach das. Er getraut ihn nicht, oder? So, also klar. Irgendwie will das, aber irgendwie will das auch nicht. Oh, machen sie jetzt wirklich? Shane klettert hoch.
Das war übelst nice. Das würde ich richtig feiern. Die Aufnahme läuft noch zum Glück. Liegt Shane runter? Er ist im Schwanken. Er ist noch nicht oben. Ne? Shane punch zurück. Okay, er kommt glaube ich doch hoch. Ja, er kommt hoch. Er ist oben. Oder? Ja, er ist oben. Oh ja. Yeah. Und jetzt gibt's hier den Stardom bei den Punchen. Oh, Jane, Russian Leg Sweep, aber das Seil ist noch, also ist noch nicht durchgebrochen, aber ist schon ziemlich reingebogen. Für solche Moves, dafür feiere ich Kevin Owens, weil, dass er das überhaupt nicht macht, weil bei der solchen Aktion weißt du nicht, ob es durchbricht oder nicht. Okay, nimmt ihn hoch. Power Slam, aber das Seil lebt immer noch sozusagen. Gibt's auch den This is Awesome Chance, absolut verdient. Das Match ist wirklich gut, geil. Vor allem bei so einem Match, du weißt nicht, wann das passiert. Ich glaube, die selber wissen es auch nicht. Weil eben das ist unberechenbar. Oh, Suplex. Aber der Käfig ist immer noch nicht durch. Das ist auch die Spannung, weil bei jedem Move, du weißt nicht, wann es passiert. Also bis jetzt gebe ich dem Match schon mal alleine mal nur 4 Sterne, dass sie halt eben wegen dieser Spannung hier auf dem Cell. Also 4 Sterne haben sie schon mal. Eye-Poke von Owens und Superkick zu Shane. Aber er lebt immer noch. Der, wie soll ich das nennen? Er ist noch nicht durchgebrochen. Ja. Oh, er will eine Senton machen? Er lebt noch ganz. Alter, diese Spannung ist gerade so herzrasend. Das liebe ich beim Wrestling. Solche Sachen liebe ich beim Wrestling. Und genau für das liebe ich auch Wrestling. Aufnahme läuft noch gut. Oh, jetzt will er uns eine Powerbomb machen. Ja, aber Shane lässt nicht tun. Oh, nach hinten. Cell ist immer noch ganz. Immer noch nicht durchgebrochen. Und die sind jetzt safe schon 10 Minuten oben, oder? Also safe schon mal 7, 8 Minuten safe schon. Komm hier, die Schläge ein nach dem anderen, die Epicness,
Hope. Wollten den Deal, glaube ich, machen, aber Kevin Owens lässt nicht zu. Schlägt ihn zurück. Was kommt jetzt? Schlag von Owens. Oh. Schlag von Shane. Oh! Pop, 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 pop! Aber das ist immer noch ganz. Alter! Das hier ist halt wirklich immer noch ganz. Das jetzt, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, meine Popper Power. Also ich hoffe, ich habe den Spot noch auf Aufnahme. Auch wenn ich die letzten 10 Minuten oder so irgendwie verliere oder so, ist mir egal. Ich will nur den Spot als Aufnahme haben. Das will ich auch einzeln hochladen dafür. Ich glaube, wir müssen jetzt runterschmeißen. Oh, wieder runterschmeißen. Oh, nein! Bei uns kommt das. Shane kommt das. Ich hätte gerade gedacht, er wirft ihn hier auf das Kommentatorenpult runter. Das gab es nur einmal, nämlich wo Taker Mankind runtergeworfen hat. Oh, Shane kommt das. Kick in die Balls. Clothesline gekontert. Schlag von Owens. Vorarm schon fast. Wir lassen einen Superkick machen. Oh nein, Vorarm von Owens. Will er jetzt runterklettern oder? Aber schön ist hier. Oh, jetzt ist es zu spätlich. Jetzt weiß man nicht, was passiert. Aber Owens klettert weiter runter. Jetzt Shane auch. Ich glaube, er macht einen Move, dass beide runterfliegen durch das Ding. Also durch den Motorenpunkt. Das wird brenzlig. Jetzt weiß man auch nicht, wer von denen runterfliegt. Oder beide, das weiß man jetzt nicht. Kicks von Shane. Ich glaube, wir machen einen Russian Lux mit durch. Denke ich zusammen. Oh! Owen fliegt runter in das Kommentatorenpult. Owens. Geht's nicht gut. Ich glaube, das wird mir auch nicht mehr so gut gehen nach dem Spot. So. Ich glaube, wir würden jetzt pinnen, Jay. Überlegt sich, ob er einen pinnen soll. Oder will nochmal selbst runterspringen. Er will's.
Ich würde sagen, der hat Headbutt zurück, was er uns vorgemacht hat. Okay, 40 Minuten nehme ich schon auf. Oh, ich glaube, jetzt hält es nicht mehr lange durch. Aber ich habe den Spot auf der Aufnahme. Aber ich glaube, jetzt kommt noch ein herzlicher Spot. Ich glaube, jetzt springt er noch mal runter. Aber ich glaube, Owens kontert wieder, weil seine Beine sind. Also so gelegt, dass er gleich so aufstehen kann und rüber. Also er ist nicht komplett auf dem Tisch drauf. Aber er klettert schon mal hoch, ja. Und ist jetzt auch oben. Also ich glaube, er will wirklich runterspringen. Okay, also komm. Also es ist Shane, er wird's machen. Ja, er springt runter. Aber wie ich gesagt habe, Owens weicht aus. Oh, Sami Zayn hat Kevin Owens geholfen, ihn auszuweichen. Okay, jetzt kapiere ich es erst. Also war der Heel-Turn gedacht, okay. Ich dachte jetzt eher am Ende, dass Sami Zayn ihn ablenkt und dann uns mit der Proper Powerbombe oder sowas. Aber so hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber finde ich gut. Alles, was ich nicht gedacht hätte, ist gut, ne? Also ja, auf jeden Fall 4,25 Sterne würde ich jetzt sogar fast geben. Nach diesen Spots. Er will jetzt Owens helfen, hinzugehen, um ihn zu pinnen, glaube ich, oder? Zwingt den Ref zu pinnen. Okay. So war das gedacht. Okay, uns hat jetzt so gewonnen. Doch ein Pin outside. Okay, Sami Zayn ist sozusagen hier, ne? Kaufe ich ihm nicht ab. Den anderen seinem Gesicht, da ist kein Heal. Das kann man nicht machen. Aber gut, das ist die bewältigte Nachmachung. Man sieht es auch schon an seinem Gesicht, ihm tut es richtig leid. Er ist kein Heal, Leute. Er ist kein Heal. Ah, die WWE kapiert das natürlich nicht. Ist klar. Also Leute, die Aufnahme läuft noch. Ich muss es jetzt beenden, weil sonst. Ich will schon nach einer ordentlichen Verabschiedung hier machen. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!